die Five Towers Fans. Five Towers verteidigt dieses Spiel und Schnitzeljagd. Los geht's. Herzlich willkommen, liebe Brettspielgeeks, zu unserem neuen Video. Und wir haben ein Video nach dem Spiel gemacht. Nichts Dramatisches, aber wir haben uns ein bisschen... Ja, die neuen Spiele, die wir gespielt haben, waren nicht so gut, wie wir eigentlich wollten oder uns erhofft haben. Aber dann haben wir natürlich ein paar Spiele jetzt gefunden, die uns Spaß machen. Aber oft stellt sich bei uns persönlich die Frage, wie bewerten wir zum Beispiel auch Spiele? Und da haben wir oft dieses Kriterium, welches Spiel in der Sammlung habe ich, dass das ähnliche Spielgefühl transportiert und macht das neue Spiel das jetzt besser bzw. so viel anders oder frischer von der Idee her, dass es sich lohnt, beide Spiele in der Sammlung zu haben oder ob es sogar das andere Spiel ablöst. Das ist so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob du so bewertest, das ist ein bisschen wie ich auf das Spiel gucke, um es abschließend zu bewerten. Aber natürlich, beim ersten Mal gucke ich auch, hatte ich überhaupt Spaß mit dem Spiel? Ja, das hätte ich jetzt nämlich gesagt. Ich schaue darauf, habe ich Spaß mit dem Spiel? Und dann merke ich, irgendwie hatte ich nicht so viel Spaß. Und dann versuche ich so ein bisschen so auf den Grund zu gehen, warum hat das mir keinen Spaß gemacht? Und manchmal ist es halt eben, weil man es halt schon kennt oder, also manchmal sind das dann genau die Gründe, die du halt schon genannt hast. Aber ich gehe meistens eher von dem, es hat mir keinen Spaß gemacht, warum nicht? Und dann komme ich meistens zu einem Grund. Und manchmal ist es halt auch genau deswegen, manchmal habe ich Spaß mit dem Spiel, obwohl das vielleicht eigentlich gar nicht so spannend ist von der Mechanik oder. Aber es hat einfach Spaß gemacht, es hat einfach gezündet. Und deswegen spielen wir dann trotzdem auch manchmal Spiele, die vielleicht... Ja, eigentlich, wo wir eigentlich nicht die Zielgruppe sind. Mhm. Ja, deswegen suchen wir trotzdem auch unter Familienspielen nach guten Spielen. Also auch Sachen, die halt eben auch uns gefallen. Und da haben wir genug Beispiele, die eben auch für uns gut funktionieren, obwohl sie ja leichter sind. Ne? Weil ich finde auch, die Frage, die wir so uns ein bisschen gestellt haben, ist, können wir nur noch Expertenspiele spielen, oder gefallen uns nur noch Expertenspiele oder gehobene Kennerspiele? Und die ganzen Familienspiele brauchen wir uns gar nicht mehr anschauen, weil sie eh für uns zu wenig sind. Ja, ich hatte im Anschluss eigentlich darauf, ich dachte, es geht auch mehr darum, sind die neuen Kenner-Familienspiele einfach alle nicht gut? Weil... ich habe ein bisschen das Gefühl, die neuen Familien-Kennerspiele, die ich spiele, Expertenspiele jetzt ausgeschlossen. Erstens haben wir nicht viele davon gespielt und die, die wir gespielt haben, die waren halt wirklich gut. Ist halt irgendwie so, ich habe hier einen Quacksalber von Quedlinburg, was ein leicht, also ein Kennerspiel ist. Es ist sehr leicht von der Mechanik, aber es bietet etwas Einzigartiges. Es bietet Emotionen beim Spielen. Ich habe in der Sammlung aber auch ein Spring Meadow tatsächlich, ist immer noch in unserer Sammlung. Oder Taverne im tiefen Tal. Oder Orleans. Oder My City. Oder und so weiter und so fort. Ja, es gibt genug. Also es gibt wirklich Spiele, die einen da überzeugen können. Auf deine Frage, ob nur Expertenspiele mich begeistern, ich... habe auch ein Video zum Brettspiel-Geeks-Wochenende gemacht und da war es tatsächlich so, die Spiele, die mich geflasht haben, haben schon so 4 Stunden plus gedauert. Natürlich bei so einem Wochenende ist man ein bisschen müde. Ja, okay, aber man muss da vielleicht auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, dass du bei so einem Wochenende gezielt diese Spiele spielst, weil du die zu Hause vielleicht nicht so auf den Tisch bekommst zurzeit. Ja. Und wir jetzt... mehr vielleicht auch leichtere Spiele spielen, kürzere Spiele spielen. Und deswegen kannst du das vielleicht gar nicht so jetzt so sagen. Ja, aber ich glaube, bei Expertenspielen, wieso sie auch mehr punkten, und ich glaube, wenn ihr, ihr habt alle, glaube ich, Expertenspiele gespielt, man denkt sich mehr rein, man fühlt sich mehr in die Mechanik rein und man nimmt sich mehr Zeit dafür und dadurch wird es auch besser. Ja, das ist ja auch bei Filmen oder Videospielen so, ne, falls ihr Dark Souls und diese ganzen Soulsborne-Reihen kennt, da bin ich ja auch ein großer Fan von und das Spiel ist ja auch nicht schwer. Also, es ist natürlich eine Herausforderung, aber es ist nicht wirklich schwer. Also, auch Wally würde dieses Spiel schaffen, aber der Punkt ist,
dass man sich Zeit nimmt, dass man schaut, wie agieren die Gegner, wie passiert das, wie passiert das. Und dadurch, dass man viel Zeit investiert, sich viel Zeit nimmt, entstehen dann diese positiven Erinnerungen und Gefühle. Und ich glaube, das gleiche Phänomen hat man, meine Hände sieht man nicht unter der Kamera, das finde ich immer ganz schön. Und man sieht auch nicht, wie ich das nachmache. Nee. Und das Schöne, finde ich, ist ja dann auch bei so Expertenspielen oder Langspielen, sage ich jetzt mal, ist es ja genauso, dass bestimmte Emotionen dadurch transportiert werden, auch bestimmte Geschichten dadurch rüberkommen und auch mehr Erinnerungen gezeugt werden. Also das ist natürlich bei so einem 30-Minuten-Spiel gar nicht so möglich. Oder? Doch. Also ich erinnere mich an einige Partien Skull King. Die waren ziemlich cool. Ja, also, ich weiß nicht. Also, ich denke, also was du vielleicht sagen wolltest über die Spiele, die jetzt vor kurzem rausgekommen sind. Wir haben natürlich nicht alle Spiele gespielt und ihr habt da bestimmt auch Beispiele, die das widerlegen. Aber viele Sachen, die wir gespielt haben, bedienen sich eben an Sachen, die wir halt schon kennen. Und machen sie nicht besser. Machen sie nicht besser, geben dem kein neues Spielgefühl. Und deswegen kann es natürlich trotzdem sein, dass jemand diese Art von Spiel jetzt komplett neu entdeckt und deswegen das gut findet und dann überhaupt nicht verstehen kann, warum wir das aber schlecht, also langweilig finden. Ne? Wir sagen oft langweilig, dass wir das dann sagen, okay, das wollen wir, brauchen wir nicht mehr spielen, das geht aus der Sammlung. Weil wir halt schon genug Spiele haben, wir haben sehr, sehr viele Spiele und sagen, okay, das haben wir schon und das finden wir da besser. Und jemand, der das komplett neu entdeckt, dem ist das egal. Das ist so wie wir, ganz am Anfang haben wir die Zwerge entdeckt, wo ein anderer sagen würde, Zwerge ist ziemlich langweilig, weil ich kenne doch Pandemic, das ist viel besser. Aber muss man nicht so sagen. Zwerge Legacy wäre eine Idee, ne? Pegasus. Ja, wieso ich auch zum Teil auf dieses Video gekommen bin, weil ihr habt jetzt bestimmte Themen angesprochen, die ich dachte, die wir heute eigentlich gar nicht besprechen. Ich dachte, es geht eigentlich vielmehr auch ein bisschen darum, dass bestimmte Brettspiele gerade in der Szene gehypt und empfohlen werden, die eigentlich gar nicht gut sind. Also, darf man das denn so sagen? Und das ist ein Problem. Und dieses Problem, finde ich, muss man ja ansprechen. Und wenn nicht wir, wer dann? Dass man ein bisschen Angst hat, sich dann auch kritisch zu einem Brettspiel zu äußern und dann zu sagen, nee, das Spiel ist halt einfach nicht gut. Und einige Menschen dann vielleicht auch denken, also ich habe das ja auch. Also ich spiele dann ein Spiel, das hatte ich jetzt bei City of the Great Machine. Ja. Ich spiele das Spiel, aber ich weiß, ein YouTuber hat ein Video gemacht und der fand das voll cool. Und ich sitze und spiele und ich merke, boah, das macht überhaupt gar keinen Spaß. Das ist doch, nee. Aber trotzdem hast du das Gefühl, aber er fand es ja gut. Also stimmt was mit dir nicht. Ja, dann habe ich doch irgendwas, habe ich doch nicht verstanden. Und dann spiele ich es nochmal und nochmal und es macht immer noch nicht Spaß. Und danach hat man auf einmal keine Spielgruppe mehr. Wenn man sie zwingt, die ganze Zeit das zu spielen. Ja, wir haben ein bisschen Spiele, die uns direkt in den Kopf fallen. Sagt man das? Keine Ahnung. Aber ist halt. In meinen Kopf fällt zum Glück nichts. Aber die uns einfallen. Ich glaube, so sagt man das, oder? Die fallen nicht, sondern die fallen ein. Ist ja Schnitzeljagd, ist Five Towers. Sachen, die, wo wir sagen, die sind nicht gut. Das ist, also beziehungsweise, ja, ihr habt vielleicht Spaß damit, ist okay. Aber ich habe auch Spaß mit Schach. Aber Schach ist schon sehr gut. Aber ich habe auch Spaß mit Monopoly oder Mensch, ärger dich nicht. Wir haben vor 4 Jahren mal Mensch, ärger dich nicht einfach nur just for fun gespielt, als wir bei irgendeinem Kind zu Besuch waren, also bei der Familie, und da haben wir mit dem Kind dann Mensch, ärger dich nicht gespielt. Fand ich auch lustig. Ne? Es ist totaler Quatsch. Ich würde mich niemals an einem Freitagabend verabreden und dann sagen, lass uns Mensch, ärger dich nicht spielen. Genauso würde ich sich sagen, lass uns Schnitzeljagd spielen. Ja, und das ist halt, dass man hört immer so, ja, es gibt Leute, die finden das gut oder die loben das und man hat dann das Gefühl, ja, es muss ja gut sein, deswegen. Und man spielt das und man sucht sich dann so Argumente, die für das Spiel spielen, die für das Spiel sprechen. Zum Beispiel bei Five Towers wird ja ständig dieses Argument gesagt,
Es tut mir leid, dass ich jetzt so auf den Spielen rumreite. Es ist jetzt einfach, weil das vor kurzem, die sind vor kurzem rausgekommen. Ich habe nichts gegen die Spiele oder sonst was. Steinigt mich nicht. Aber bei dem Spiel wird ja oft gesagt, ja, da sind ja diese Easter Eggs drin, ne, von Filmen. Es hat aber überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun. Und es macht das Spiel ja auch nicht besser dadurch. Es ist ein schönes Gimmick. Okay, appreciate ich. Auch ist, kann man so machen. Aber es ist ja kein Argument für das Spiel, warum ich es spiele. Warum es jetzt Spaß machen sollte. Ne, es ist so langweilig, ich gucke mir immer die Karten an. Also für mich ist das auch ein bisschen als Rezensent immer ein Warnsignal, wenn ein Verlag sich auf bestimmten Gimmicks festsetzt. Ja, aber das kann man nicht pauschal so sagen. Also es gibt auch Spiele, die das machen und trotzdem gut sind. Ne? Also die das sozusagen nicht bräuchten, aber das trotzdem machen. Mir fällt zwar jetzt nichts ein. Mir fällt auch nichts ein. Warte kurz, mir fällt bestimmt gleich was ein. Aber zum Beispiel Dune, ne? Das ist ja von einem Franchise, sagt man das so? Ja. Ne? Ich kann kein Deutsch mehr. Ja, vielleicht. Ne, aber Dune ist ja von dem Film, von den Büchern. Und theoretisch könnte man jetzt auch sagen, ja, das ist jetzt nur so gut bewertet, weil es von Dune ist. Wenn aber das Spiel Dune rausgekommen wäre und man hätte mir gesagt, Christopher, du musst dieses Spiel spielen, weil es ist mit Zeichnungen von dem Film und das ist so cool, dass es Zeichnungen von dem Film hat. Mhm. Das ist jetzt ganz unabhängig von Five Towers, ne? Einfach jetzt. Ja, ja, deswegen. Das, da war schon ein Punkt, jetzt einfach weiter über Spiele. Dann hätte ich gesagt, Dune ist. Dann ist da wohl nicht mehr Fleisch dran. Bist du einfach skeptisch? Ja. Dann bist du einfach skeptisch. Ne? Testen die meisten Sachen. Aber Dune könnte für mich auch. Keine Ahnung, Star Wars. Darf ich das Five Towers-Thema noch ganz kurz wieder öffnen? Okay. Wir reden da jetzt auch so krass kritisch drüber, weil das Spiel so krass gelobt wird. Und kauft. Holt euch das nicht. Holt euch for sale. Ende. Ehrlich, ich habe das Spiel einfach verschenkt. Du kriegst was so. Aber egal. Also. Ja, Wally hat das Spiel wirklich einfach verschenkt und ich so. Ja, okay. Also, weil jemand fand das gut und ich so, ja, nimm das einfach mit, das brauchen wir. Schnitzeljagd habe ich auch einfach verschenkt. Also ich habe das tatsächlich mitgenommen zu einer Teenie-Gruppe. Dann habe ich das mit denen gespielt, weil ich dachte, okay, das ist ja für Familien wenig Spieler und die Teenies spielen wirklich gar nichts. Und dann habe ich das mit denen gespielt und danach meinte ich zu dem, wo wir zu Besuch waren, ich so, ey, willst du das behalten? Ja, okay. Und jetzt liegt das da bei ihm so. Und ich muss sagen, manchmal sind die kritischeren. Das sind die besten Kritiker, ne? Ja, weil die eben nichts anderes kennen, die kennen keine Meinung. Ja, und du kannst und gucken, so wie begeistert die sind. Das stimmt. Ja, so jetzt schließen wir das Five Towers-Thema. Ne? James wollte auch was sagen. Hört euch das nicht. Nein, also es kann natürlich sein, dass jemand das auch sehr gut findet. Es ist auch ein kleines Spiel und wer hat da jetzt große Erwartungen? Und so an sich würden wir niemals über dieses Spiel so krass negativ reden, wenn es nicht so gehypt wäre. So. Aber wieso ist es so gehypt? Wegen den Film Easter Eggs. Nein. Und da ist ja meine Aussage ein bisschen, um auf den Anfang zurückzukommen, weil es wenig bis gar keine Spiele gibt, die in diesem leichten Kennerbereich sind oder Familienspielbereich sind, dieses Jahr, die wirklich überzeugen konnten. Und das finde ich dann tatsächlich seltsam. Und ich finde tatsächlich sehr seltsam, ich schaue gerade auf unser Regal, wo The Same Game liegt, was ich habe ja am Pegasus Pressetag, ja, beides von dem Verlag, einfach als Gegenbeispiel. Wir haben Five Towers zu viert gespielt mit den Suchtis und alle waren so, Ist okay. Und dann haben wir Same Game gespielt und alle lachen und von anderen Tischen hörst du auch, wie Menschen lachen und merkst du, ja, that's the point. Das wollen wir am Spiel. Und wenn dann jemand sagt, so, ja, aber es hat eine schöne Mechanik und so weiter, so, ja, aber keiner hat Spaß, dann ist doch ein Spiel, wo du Spaß hattest, was aber nicht die ausgeklügelste Mechanik hat, doch besser. Ja, und nee. Deshalb finde ich, ja, werden so Familienabsacker immer schwächer. Also das finde ich wirklich, weil ich merke, dass ich bei Absackern viel lieber auf ältere Spiele zurückgreife. Also ja, bewährte Spiele. Five Towers, for sale. Nenn mir ein Push Your Luck, Can't Stop.
Und so die ganze Zeit. Party-Wortspiel, Word-Slam ist jetzt nicht super alt, aber so, dass wenn man ältere Absacker nimmt, die auch viel cooler sind. Und das ist auch so ein bisschen auch mein Tipp für euch, wenn ihr einen Spieleabend organisiert oder auch mit Menschen spielt, die vielleicht nicht so viel spielen, spielt mit denen nicht das neue Zeug. Also vieles davon hat sich noch gar nicht bewährt, ist jetzt vielleicht im Hype, weil es ein neues Cover ist, aber die wirklich guten Spiele in dem Bereich sind oft die alten Sachen. Und da, finde ich, ist dann der Unterschied zu den Expertenspielen, weil da, finde ich, sind oft die neuen Sachen, weil sie viel von den anderen lernen konnten. James? Von den alten Sachen lernen konnten, halt dann doch noch viel cooler gemacht, außer Brass Birmingham. Vielleicht wird, ich habe gehört, Martin Wallace und die anderen zwei sitzen an einem neuen Spiel nach Brass Legacy. Nee. Brass gut. London. Ich weiß nicht, was denn war. Brass Duisburg. Gut, ja, ja. Das war das Video dazu. Wir wollten das einfach unbedingt loswerden. Ich weiß auch gar nicht, wie dieses Video ankommt. Vielleicht findet ihr uns jetzt auch doof, dass wir so kritisch sind. Vielleicht auch nicht. Aber das ist so ein bisschen Kontext, damit ihr wisst, wie wir unsere Spiele bewerten. Und ja, so ein bisschen, wie wir auch auf Spiele schauen. Also wir schauen halt auf die Emotionen, die Erlebnisse, die wir haben und auch, wie sich die ganzen Spiele bewähren. Und es gibt viele Titel, die halt einfach nicht gut sind, aber die wir trotzdem für euch besprechen wollen. Ja, mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte, aber wir können das auch ruhig ungesagt lassen. Was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, dass eben, wenn man diese ganzen neuen Spiele spielt, ich habe auch immer Angst, die rauszuholen, wenn wir eben unsere Mädelsgruppe da haben, die nicht so viel spielen, aber schon Lust haben, was zu spielen. Und weil ich dann immer Angst habe, dass es schlecht ist und sie nicht so sehr abholt, sie nicht irgendwo begeistert, dass sie beim nächsten Mal, wenn ich was vorschlage, sagen, ach nee, lass mal lieber nicht spielen. Und deswegen hole ich lieber sowas raus, wo ich genau weiß, das sind gute, nice. Und wir sprechen hier aus Erfahrung, weil wir spielen echt viele neue Spiele und wenn wir dann wirklich mal was Neues rausholen und das ein Griff ins Klo war, dann haben die Menschen danach nicht mehr so viel Lust, das zu spielen, wenn es Gelegenheitsspieler sind. Allgemein nicht mehr so viel Lust zu spielen. Ja. Gut, das schreibt hier unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Die interessiert uns wirklich sehr. Ich habe ein bisschen das Gefühl mit Walli, wir sind irgendwie so die einzigen zwei, die so denken. Ich weiß nicht, vielleicht täusche ich mich ja. Die Five Towers Fans. Five Towers verteidigt dieses Spiel und Schnitzeljagd. Los geht's. Es wird bestimmt Spiel des Jahres am Ende. Ja, sagen sehr viele und okay. Dazu, ich bin dann einfach nur sprachlos. Aber oh ja, besonders bei Schnitzeljagd. Sorry, aber na gut. Sagt das dann was über das, den Jahrgang aus? Oder über euch. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.